Asteroiden, Hurricanes, Supervulkane. Die gefährlichsten Naturgewalten werden uns früher oder später heimsuchen. Wir sprechen hier von unglaublich viel Energie. Regierungen und führende Wissenschaftler rufen Projekte ins Leben, um das Undenkbare zu erreichen. Die Natur zu kontrollieren, um die Welt zu retten. Spiegel, die Asteroiden zerstören. Pumpen, die Hurricanes auflösen. Sensoren, die einen Vulkanausbruch Monate im Voraus anzeigen. Kann uns modernste Technik retten? Werden wir je in der Lage sein, die Endzeit abzuwenden? Vier Uhr morgens, an einem Tag in nicht allzu ferner Zukunft. Ein Astronom hat die ganze Nacht über unfassbaren Daten gebrütet. Ein Asteroid von 10 Kilometer Durchmesser ist plötzlich am Himmel erschienen. Er ist bereits näher als der Mond und rast direkt auf die Erde zu. Als er alle Fakten auf dem Tisch hat, wendet der Astronom sich an die Himmelsbeobachter in der ganzen Welt. Bald sind alle alarmiert. Ein gigantischer Asteroid, so groß wie der, der die Dinosaurier ausgelöscht hat, wird in wenigen Stunden mit der Erde kollidieren. Könnte so etwas tatsächlich passieren? Wissenschaftler sind sich einig. Irgendwo dort draußen gibt es einen Asteroiden, der auf Kollisionskurs mit der Erde ist. Es ist sicher, dass irgendwann ein Asteroideneinschlag eine globale Katastrophe auslösen wird. Die Frage ist nur, wann? Der Physiker Stan Love ist Experte für Asteroideneinschläge. Bevor er Astronaut wurde, hat er mehrere wissenschaftliche Aufsätze zum Thema veröffentlicht. Er ist überzeugt, wir brauchen einen globalen Abwehrplan. Einschläge wie der vor 65 Millionen Jahren passieren im Durchschnitt alle 100 Millionen Jahre. Dann bleiben uns also noch 35 Millionen Jahre, oder? Nein, es könnte morgen passieren oder in 200 Millionen Jahren. Die meisten der Abermillionen Asteroiden umkreisen die Sonne völlig harmlos in einem breiten Gürtel zwischen Mars und Jupiter. Doch geschätzte 20.000 kreuzen die Bahn der Erde und sind groß genug, um ernsthaften Schaden anzurichten. Bisher sind weniger als ein Zehntel dieser potenziellen Gefahrenquellen bekannt. Im Vergleich zu Planeten sind Asteroiden klein, dunkel und schwer auszumachen. Die Vorwarnzeit für die Kollision mit einem bekannten Asteroiden beträgt Jahre. Doch unentdeckte Asteroiden könnten uns im schlimmsten Fall ohne Vorwarnung überraschen. Stan Love weiß, was im schlimmsten Fall auf uns zukommen würde. Ein Asteroid könnte 10 Kilometer im Durchmesser haben und sich mit 20 Kilometern pro Sekunde bewegen. Die Geschwindigkeit einer Gewehrkugel beträgt etwa 1 Kilometer pro Sekunde. Der Asteroid ist also sehr groß und sehr schnell. Wenn er auf die Erdoberfläche trifft, dringt er etwa 30 Kilometer tief ein. Dafür benötigt er ungefähr 3 Sekunden. Die Hitze schmilzt den Asteroiden und die Erdkruste. Das verflüssigte Gestein dehnt sich aus und explodiert wie eine Bombe. Musik
Die Explosion erzeugt einen Krater von 150 Kilometern Durchmesser. Das ausgeworfene Gestein regnet wieder auf die Erde nieder. Der Einschlag erzeugt chemische Reaktionen, die die Atmosphäre für Jahre verseuchen. Ob die Menschheit überleben würde, ist fraglich. Doch mindestens 9/10 der Erdbevölkerung würden sterben. Eine Katastrophe von unglaublichen Ausmaßen. Können wir so eine Katastrophe verhindern? Wenn ein Asteroid auf uns zurast, müssen wir handeln. In Hollywood-Filmen wird der Asteroid oft mit einer Atombombe gesprengt. Würde das funktionieren? In den Filmen wird der Asteroid immer gesprengt. Doch das wäre absolut falsch, denn es würde seine Bahn nicht verändern. Man hätte dann viele Fragmente, die die Erde treffen würden. Eine Schrotladung anstatt eine Gewehrkugel. Was lernen wir daraus? Filme haben oft nichts mit der Realität zu tun. Wissenschaftler suchen immer noch fieberhaft nach der besten Methode zur Asteroidenabwehr. Good morning. Good morning, Jay. Jay Melosh möchte die lange Vorwarnzeit und die Sonne für seine Zwecke nutzen. Ich habe diesen gewöhnlichen Stein mitgebracht. Er steht für unseren Asteroiden. Der Geophysiker will Spiegel im All stationieren, um die Strahlen der Sonne auf den Asteroiden zu bündeln. Die Idee dahinter ist, den Asteroiden mittels Sonnenenergie in eine Art Rakete zu verwandeln. Für Jay Meloshs Plan braucht man riesige Spiegel und eine Linse, um das Sonnenlicht in einen Energiestrahl zu verwandeln. Im Vakuum des Weltalls würde der winzige Vortrieb des verdampfenden Oberflächenmaterials genügen, um den Asteroiden allmählich in eine neue Bahn zu lenken. Wenn man von einem Ruderboot springt, treibt es in die andere Richtung. Genauso lenkt das Material, das sich vom Asteroiden löst, ihn in die andere Richtung ab. Soweit die Theorie. Doch wie soll man sie auf der Erde überprüfen? Zunächst testet man, ob das Sonnenlicht so weit gebündelt werden kann, dass es Gestein zum Schmelzen bringt. Melosh hat einen idealen Ort dafür entdeckt. In White Sands, New Mexico, steht ein Solarschmelzofen mit einem riesigen Spiegelpanel. Die US Army errichtete ihn in den 1950ern, um die extremen Temperaturen einer nuklearen Explosion zu simulieren. Das ist unser Heliostat. Diese Konstruktion steht für die Spiegel im Weltraum. Es ist Meloshs erster Versuch, asteroidenähnliches Gestein zu verdampfen. Das Sonnenlicht trifft auf die Spiegel, wird auf dem Solarkollektor reflektiert und trifft dann auf diese Box, in der es gebündelt wird. Die erste Probe ist grüner Marmor. Marmor hat eine 4 auf der gängigen 10-Punkte-Härteskala nach Moos. Er ähnelt dem Gestein von Asteroiden. Dieses Material enthält das Mineral Serpentin. Die grünen Flecken entstehen durch Wasser, das im Kristallgitter gefangen ist. Das ist ganz ähnlich wie im Gestein der häufigsten Meteoriten, der Chondriten. Okay, legen wir los. Wo wird der Strahl auftreffen? Hier? Genau hier. Das Team versammelt sich im Schmelzraum. Dort ist es heiß. Aber längst nicht so heiß wie die 4.500 Grad im Fokus der Sonnenstrahlen. Ich baue einen Feuerschutz auf. Falls es durchbrennt oder aus der Halterung fällt, soll es uns nicht treffen. Wird der Strahl stark genug sein, um den Marmor zu schmelzen? Kamera läuft. Feuer! Ja,
Wow, da geht einiges weg. Die Splitter fliegen wie verrückt. Die Mineralien werden verdampft. Das Wasser sprengt die Splitter ab. Ein Asteroid würde dadurch abgelenkt werden. Doch Jay Mellage ist noch nicht ganz überzeugt. Es gibt viele Arten von Asteroiden, die aus verschiedenen Mineralien bestehen. Wird sein Energiestrahl bei allen funktionieren? Das nächste Testobjekt ist wesentlich zäher. Ein Stück Andesit, 6,5 auf der 10-stufigen Härteskala. Es ist härter als Stahl. Andesit kommt in der Erdkruste häufig vor und wurde vor kurzem auch in Meteoritenfragmenten aus der Antarktis nachgewiesen. Feuer! Feuer! Es geht los. Er schmilzt. Der Stein schmilzt. Wow, sieh nur. Der Andesit gibt auf. Das war's. Mellage schreitet zum finalen Test. Basalt. Eine 8 auf der 10-stufigen Härteskala. Auf der Erde kommt Basalt als vulkanisches Gestein vor. Basaltasteroide sind Überbleibsel gewaltiger kosmischer Kollisionen. Sollte ein Basaltasteroid die Erde treffen, wären die Auswirkungen verheerend. Das sind einzelne Impulse. Er zerspringt förmlich. Das war's. Schließ die Blenden. Wo der Strahl getroffen hat, ist er geschmolzen. Und ich hatte Angst, dass nichts passieren würde. Die Steine sind tatsächlich geschmolzen und gesplittert. Unglaublich. Es ist toll, dass sich die theoretischen Berechnungen bestätigen. Wir müssen jetzt untersuchen, wie der Vorgang sich im Vakuum darstellt. Wir müssen ins All und es mit einem echten Asteroiden ausprobieren. Aber das ist ein wirklich guter Anfang. But this is a great start. Wow. Mellage will seinen Solarspiegel frühzeitig ins All schießen, wenn ein Asteroideneinschlag droht. Denn er muss den Asteroiden über ein Jahr vor dem vorausberechneten Kollisionszeitpunkt erreichen. Per Fernsteuerung wird im All ein dünner Schirm aus verspiegelter Polyesterfolie entfaltet. Eine Technologie, die die NASA bereits für Kommunikationssatelliten getestet hat. Dieser Schirm wird mit einem Durchmesser von über 750 Metern alles vorher Dagewesene übertreffen. Mellage schätzt, dass ein Einsatz von 6 bis 12 Monaten genügt, um den Asteroiden von seinem Kollisionskurs abzubringen. Dieser Plan könnte die Erde retten. Doch die Gefahren aus dem Weltall sind vielfältig. Es muss Alternativpläne geben. Wir müssen uns nicht in unser Schicksal fügen. Eines Tages wird, wenn wir es nicht verhindern, ein riesiger Asteroid mit der Erde kollidieren. Wissenschaftler haben verschiedene Pläne entwickelt, um den Asteroiden von seinem Kurs abzulenken. Es gibt jedoch noch weitere Probleme. Experten schätzen, dass mindestens 5000 erdnahe Asteroiden existieren, die größer sind als ein Fußballstadion. Sie bestehen jedoch nicht alle aus massivem Gestein. Diese Rubble Pile oder Schutthaufen genannten Asteroiden bestehen aus einzelnen Gesteinsbrocken und Sand, die von der Gravitation nur lose zusammengehalten werden. Wie lenkt man einen Asteroiden ab, der jeden Aufprall einfach schluckt? Jeder Asteroideneinschlag ist vermeidbar. Das ist das Faszinierende an dem Problem. Der Astronaut Stan Love hat eine Lösung. Bei seinen Außenarbeiten an der Internationalen Raumstation
hat Love am eigenen Leib erfahren, wie stark die Gravitationskraft im All wirkt. Er möchte genau diese Kräfte nutzen, um die Katastrophe zu verhindern. Alles im Universum zieht alles andere an. Wir müssen uns die Gravitation zunutze machen. Love nennt die Idee Gravitationstraktor, ein Raumschiff, das einen Asteroiden ohne direkten Kontakt bewegen soll. Man fliegt in seine Nähe, ohne ihn zu berühren. Die Steine und Felsen rotieren dann unter einem. Obwohl der Traktor nur einen Bruchteil der Masse des Asteroiden besitzt, verändert seine Anziehungskraft die Bahn des Asteroiden allmählich und fast unmerklich. Egal, ob es ein Sack voller Steine oder ein riesiger Haufen Hamster ist, der da durchs All schwebt. Solange sie Masse haben, können wir sie abschleppen. Ein Gravitationstraktor könnte die Erde retten. Doch nur, wenn genug Zeit bleibt. Eine winzige Korrektur der Bahn hat nur dann die erwünschte Wirkung, wenn sie viele Jahre vor dem Einschlag erfolgt. Ein unentdeckter Asteroid oder ein erloschener Komet könnte uns mit nur wenigen Monaten Vorwarnzeit erreichen. Was dann? Wir wären hilflos. Oder doch nicht? Hochspannung an. Wir sind bereit. Laser an in 5 Sekunden. Der NASA-Ingenieur Jonathan Campbell geht davon aus, dass uns nur eine Hoffnung bleibt, falls uns ein Asteroid überraschen sollte. Ich nenne sie manchmal böse Steine. Heute testet er auf der Kirtland Air Force Base in Albuquerque die Auswirkungen eines Lasers auf Kometen und Asteroiden. Bitte Schutzbrillen auf. Das ist eine Herangehensweise wie Kung-Fu, nicht wie Sumo-Ringen. Campbell verwendet einen sogenannten Electrical Discharge Coaxial Laser. Oder Ätzel. Ein Gemisch von Gasen erzeugt einen gebündelten Strahl Infrarotlicht, der eine Leistung von 15.000 Watt überträgt. Wenn der Laserimpuls auftrifft, wird eine dünne Schicht an der Oberfläche verdampft. Wie beim Solarspiegel würde das entweichende Gas den Asteroiden in eine neue Richtung lenken, weg von der Erde. Doch der Laser ist hier im Vorteil. Anders als der Solarspiegel sind Laser eine erprobte Technologie. Und während die Leistung eines Solarspiegels von seiner Entfernung zur Sonne abhängt, könnte der Laser von einem kleinen Kernreaktor betrieben werden und unabhängig von seiner Position denselben Effekt erzielen. Aaron, das ist ein Fragment von einem Meteorit. Die Laser könnten nicht auf der Erde stationiert werden, weil die Atmosphäre ihre Strahlen streuen würde. Campbell glaubt, dass nur ein Lasergeschütz auf einem Satelliten oder einer permanenten Mondbasis die Erde effektiv schützen könnte. So eine Station auf dem Mond wäre ein unglaublich kostspieliges Projekt. Da wir im Moment keinen akuten Fall haben, wäre sie eine sehr teure Versicherungspolice. Doch schon morgen könnte ein Asteroid auftauchen. Und dann hätten wir die Mittel, um eine Katastrophe abzuwenden. Vorsicht ist Glück. Ich war überrascht, wie effektiv schon eine kurze Bestrahlungsdauer mit dem Laser war. Wir hätten mehr von dem Meteoritenfragment erwartet. Doch der Laser hat es sehr leicht geschmolzen. Doch was tun, wenn der Ernstfall eintritt und keiner dieser Pläne ausgereift ist? Als letzte Option bliebe uns doch nur die Atombombe.
Tatsächlich schlägt die NASA eine Rakete vor, die eine Reihe von Sprengköpfen zünden würde. Anders als im Film, jedoch nicht auf dem Asteroiden, sondern lediglich in seiner Nähe, so soll der Asteroid auf einen anderen Kurs gelenkt werden. Niemand möchte Atombomben im All einsetzen, doch sie könnten unsere einzige Rettung sein. Asteroiden und Kometen haben in der Vergangenheit vermutlich viele Spezies ausgerottet. Deswegen konnten sich die Säugetiere überhaupt erst entwickeln. Doch wir könnten unseren Untergang verhindern. Der technische Fortschritt und der menschliche Erfindungsgeist können uns retten. Wir können diese Katastrophe verhindern. Aber was ist mit irdischen Katastrophen? Jedes Jahr töten Hurricanes Menschen und verursachen Sachschäden in Millionenhöhe. Bis jetzt kann man sie nicht aufhalten. Doch in der Luft und am Boden arbeiten Wissenschaftler an Methoden, Hurricanes zu entschärfen, bevor sie uns gefährlich werden. Wenn Sie 2005 in New Orleans gewohnt haben, haben Sie keinen heftigen Hurrikan erlebt. Hurrikan Katrina war nur Kategorie 3. Hurricanes verursachen gewaltige Schäden. Sie speisen sich aus warmem Meerwasser und mit dem Klimawandel steigt die Temperatur der Weltmeere. Das verheißt nichts Gutes für die Zukunft. Heftige Hurricanes der Kategorie 4 und 5 werden immer häufiger auftreten. Ich beschreibe jetzt ein hypothetisches Szenario. Stellen Sie sich einen schweren Hurrikan wie Isabel oder Hugo vor, der immer mehr an Stärke gewinnt. Er trifft im Bereich des Hudson River auf New York City. Alle Evakuierungswege sind überflutet. Flutwellen von 4 bis 6 Meter Höhe treffen auf die Strände von Long Island. Häuser werden zerstört und 5 bis 8 Kilometer ins Landesinnere gespült. Nichts bleibt verschont. Wer nicht aus New York City und Long Island evakuiert wurde, ertrinkt. Die Sturmflut würde Manhattan für viele Tage überschwemmen und Häuser zum Einsturz bringen. Eine Evakuierung wäre beinahe unmöglich. Es wäre eine Katastrophe. Ein großer Hurrikan kann einen Durchmesser von 800 Kilometern und Windgeschwindigkeiten von mehr als 250 Stundenkilometern erreichen. Über 5 Tage kann er die zerstörerische Energie von 250.000 Hiroshima-Bomben freisetzen. Kann die Menschheit diese Naturgewalt jemals beherrschen? Wir sind jetzt über der Wolkendecke. Joe Golden ist fest davon überzeugt. Hurrikans sind im Grunde Wärmekraftmaschinen. Wir möchten in der Lage sein, Hurrikans abzuschwächen. Dazu muss man die Wärmeaufnahme des Sturms eindämmen oder den Niederschlag innerhalb des Hurrikans regulieren. Die Idee ist nicht neu. Die US-Regierung hat bereits in der Vergangenheit entsprechende Versuche finanziert. Von 1962 an versuchte man im Project Storm Fury, die Wärmekraftmaschine von Hurrikans abzuwürgen.
Flugzeuge fliegen bei dieser Methode direkt in den Hurrikan, um seine Energiequelle, Wärme, gegen ihn zu richten. Sie versprühen am Rand des Auges des Sturms Silberjodid, das dort mit dem unterkühlten Wasser reagiert. Es bilden sich Eiskristalle, und zwar in einer Reaktion, die Wärme freisetzt. Die erzeugte Wärme soll das Auge des Sturms vergrößern, damit der Hurricane an Kraft verliert. Doch nach Jahren der Kontroverse und Kosten von vielen Millionen Dollar wird das Projekt 1983 eingestellt, ohne jeden Nachweis seiner Wirksamkeit erbracht zu haben. Neue Daten zeigen Jahre später, dass die Wolken tatsächlich Eis und kein unterkühltes Wasser enthalten, wodurch Sprühaktionen nutzlos sind. Über dem linken Flügel sieht man jetzt größere Wolken. Joe Golden begann seine Karriere als Mitglied des Project Storm Fury und hat seither die Suche nach einem wirksamen Mittel gegen Hurricanes nicht aufgegeben. Einige gute Freunde von mir glauben seit der Kontroverse um Project Storm Fury, dass die Wissenschaft sich nicht mit Mutter Natur anlegen sollte. Das finde ich nicht. Als Wissenschaftler schulden wir es der Öffentlichkeit, unser Bestes zu versuchen. Golden bleibt ein Verfechter der sogenannten Wolkenimpfung. Heute ist er im kanadischen Calgary. Hier versucht man, Hagelstürme in harmlosen Regen zu verwandeln. Diese Wolkentürme enthalten unterkühltes Wasser, das sich in Eiskristalle verwandelt, wenn es auf Silberjodidmoleküle trifft. Das Eis entzieht der Luft Feuchtigkeit und verhindert so, dass die Hagelkörner größer werden. Ein harmloser Niederschlag winziger Eiskörnchen ist das Ergebnis. In den vergangenen Jahren hat das Alberta Hail Projekt gute Ergebnisse erzielt und Städte vor großen Hagelschäden bewahrt. Die Hagelbekämpfung funktioniert gut. Wir sehen große Cumuluswolken. Doch Golden hat Größeres vor. Er ist davon überzeugt, dass neueste Forschungen den erfolgreichen Kampf gegen Hurricanes ermöglichen. Der Schlüssel liegt nach Goldens Ansicht in den Sandstürmen der Sahara. Satellitenaufnahmen zeigen, dass Sandpartikel, die vor der Westküste Afrikas auf entstehende Hurricanes treffen, die Stürme entscheidend abschwächen. Hier übertrifft Mutter Natur die Ideen des Menschen. Neueste Forschungsergebnisse legen nahe, dass die Sandkörner viele Millionen kleiner Regentropfen entstehen lassen. Diese verdunsten, während sie in Richtung Erde fallen, und kühlen so ihre Umgebungsluft ab. Joe Golden will die Wirkung des Sahara-Sandes simulieren, indem er fein gemahlenes Salz mit einer Körnchengröße von einem Tausendstel Millimeter einsetzt. Es stehen viele Tests bevor, doch Goldens Zukunftsvision erinnert stark an Project Storm Fury. Man benötigt große Flugzeuge, die jeweils 1 bis 2 Tonnen Impfmittel laden können. Diese Flugzeuge werden 250 bis 300 Kilometer außerhalb des Auges des Hurrikans eingesetzt. Jedes Flugzeug transportiert 1 bis 2 Tonnen Salz. Joe Golden geht davon aus, dass seine Methode die Windgeschwindigkeit des Hurrikans um 10 bis 15% verringern kann. Dadurch könnten Sturmschäden verhindert und Menschenleben gerettet werden. Golden hat nie daran gezweifelt, dass Hurricanes aus der Luft bekämpft werden können. Doch ein noch ehrgeizigerer Plan setzt direkt an der Meeresoberfläche an. Naja, niemand hat jemals die Wirksamkeit der Wolkenimpfung bewiesen. Für mich ist der Ozean die Lösung.
Alan Blumberg ist Professor für Meerestechnik am Stevens Institute of Technology in New Jersey. Die gesamte Energie eines Hurrikans stammt aus dem warmen Wasser an der Meeresoberfläche. Es ist ganz klar, das Wasser bestimmt die Vorgänge in der Atmosphäre. Blumbergs Plan sieht vor, den aufkommenden Sturm abzuschwächen, indem das warme Wasser an der Meeresoberfläche durch das darunterliegende kältere Wasser ausgetauscht wird. Wie bringt man in einem Ozean kaltes Wasser an die Oberfläche? Man könnte Pumpen einsetzen, die durch den Seegang angetrieben werden. Blumbergs Pumpe funktioniert so. Das kalte Wasser tritt am unteren Ende ein und an der Oberfläche wieder aus. Die Pumpe wird durch die Bewegung der Wellen angetrieben. Das Prinzip ist dasselbe wie bei einem Strohhalm, den man mit einem Finger verschließt und aus dem Wasser zieht. Danach haben wir den Prototypen konstruiert. Okay. Blumberg injiziert Farbstoff in den 7x90 cm langen Prototypen, um den Wasserfluss zu überprüfen. Der Test ist erfolgreich, wenn der Farbstoff an der Wasseroberfläche auftaucht. Wird es im Ernstfall funktionieren? Nun, wenn es hier nicht funktioniert, dann funktioniert es nirgends. Schaut nur, fantastisch. Genau so soll es sein. Es ist perfekt. Der Größenunterschied vom Wellenbecken zum Ozean ist gewaltig. Jede Pumpe müsste dort einen Durchmesser von 90 Zentimetern und eine Länge von 300 Metern haben. Doch Blumberg ist optimistisch. Das ist das einfachste Pumpendesign überhaupt. Die Wellen können so eine Pumpe nicht umwerfen. Mit einem Schwimmkörper am oberen und einem Gewicht am unteren Ende richtet sich die Pumpe immer wieder auf. Je größer die Welle, desto mehr kaltes Wasser wird nach oben gepumpt. Also nur her mit den großen Wellen. Wie Joe Goldens Wolkenimpfung benötigt auch Blumbergs Plan eine Flotte von Transportflugzeugen. Sie wären im Südosten der USA stationiert und hätten jeweils einen Satz eingerollter 300-Meter-Pumpen geladen. Die Pumpen werden über dem Zielgebiet abgeworfen und beginnen 48 Stunden vor dem Eintreffen des Sturms mit der Kühlung des Wassers. Selbst ein geringer Temperaturunterschied hätte schon große Auswirkungen. Wenn man das Wasser um 1 Grad abkühlt, könnte man die Stärke des Hurrikans um 50% verringern. Statt Kategorie 5 hätte man Kategorie 3. Eine 3 würde zu einer 1. Das ist genug Gewicht, genug Auftrieb. Es ist ein kühner Plan und ein gewaltiges Projekt. Man kann einen Hurrikan nicht mit einer Wasserpistole aufhalten. Man benötigt sehr viele dieser Pumpen. Wir rechnen mit 200.000 Stück. Pro Hurrikan würde das wohl 100 Millionen Dollar kosten. Doch nicht nur die hohen Kosten könnten ein Problem darstellen. Kaltes Wasser ist schwerer als warmes Wasser. Würde es zu schnell wieder absinken, ohne den Hurrikan wirklich beeinflussen zu können? Oder würde der Sturm schlicht vom kalten Meeresabschnitt auf wärmere Gewässer ausweichen und so eine andere Stadt bedrohen? Hurrikans können ihren Kurs schnell ändern oder sogar umkehren. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man die Pumpen entsprechend bewegen sollte. Doch Blumberg ist überzeugt, dass weitere Forschungen diese Probleme aus der Welt schaffen können. Wir machen 200.000 und werfen sie aus einem Flugzeug. Moderne Technologie könnte riesige Asteroiden abwehren oder den Kurs eines Hurrikans verändern. Doch was tun, wenn ein Supervulkan ausbricht? Hurrikans, Erdbeben
und Vulkane, die Lava und Asche spucken. Nichts davon ist vergleichbar mit der gewaltigsten Naturkatastrophe überhaupt, dem Ausbruch eines Supervulkans. Der Ausbruch eines Supervulkans ist die größte Eruption, die wir kennen. Dabei wird so viel Magma ausgeworfen, dass das Erdklima sich maßgeblich ändert. Asche und Schutt könnten beinahe einen ganzen Kontinent bedecken. Wir sprechen von über 2000 Kubikkilometern an Material. Man geht davon aus, dass solche Superausbrüche durch Magma verursacht werden, das durch Risse im Erdmantel, sogenannte Hotspots, aus dem Erdkern nach oben dringt. Durch das aufsteigende Magma steigt der Druck, bis die Erdkruste nicht mehr standhält. Es sind weltweit Dutzende solcher Hotspots bekannt. Doch niemand weiß, wie viele es wirklich sind. Einer der größten liegt direkt unter dem Yellowstone-Nationalpark im US-Bundesstaat Wyoming. Sollte er jemals ausbrechen, wären die Auswirkungen katastrophal. Die Eruption würde mit einer Explosion von Asche und Schutt anfangen, bis an die Grenze zum Weltall. Die ausgestoßene Masse würde sich in einem sogenannten pyroklastischen Strom seitwärts ausbreiten und ein Gebiet verwüsten, so groß wie ein kleiner Staat. Der erste Ausbruch würde vermutlich durch einen Ring von Schloten erfolgen. Der Erdboden in der Mitte des Rings würde in den Hohlraum stürzen, den das ausströmende Magma hinterlässt, was in einer noch gewaltigeren Eruption enden würde. Diese Eruption würde an mehreren Punkten entlang eines Ringes erfolgen und riesige Mengen an Asche und Schutt über den Kontinent verteilen. Die Hälfte der USA wären 1 Meter hoch mit Asche bedeckt. Atmen wäre unmöglich. Chemischer Dunst würde das Licht der Sonne zurück ins All reflektieren und ihre Wärme über Jahre ablocken. Pflanzen würden sterben und Tiere verenden. Maschinen, Autos und Flugzeuge würden von der Asche lahmgelegt. Es hat seit Beginn der Geschichtsschreibung niemals eine Supereruption gegeben. Das letzte Mal geschah es vermutlich vor etwa 30.000 Jahren. Vor 75.000 Jahren hatte ein Ausbruch massive Auswirkungen auf das globale Klima, was damals vielleicht beinahe zur Ausrottung des Menschen geführt hätte. Diese Supereruption formte im indonesischen Sumatra einen 500 Meter tiefen Krater von knapp 90 mal 30 Kilometern. Regen füllte ihn auf und verwandelte ihn in den heutigen Tobasee. Geologische Daten weisen auf Ernteausfälle und Klimaveränderungen hin. Manche Anthropologen vermuten, dass die Auswirkungen dieses Ausbruchs fast die gesamte Menschheit auslöschten. Die Erdbevölkerung wurde vielleicht auf wenige Tausend reduziert. Soweit würde es bei der heutigen Bevölkerung von 7 Milliarden nicht kommen. Weltweite Missernten könnten aber Milliarden Menschen das Leben kosten. Wichtig wäre ein Vorwarnsystem für diese Supereruptionen. Doch wie sicher können solche Vorhersagen sein? Eines der modernsten Erdüberwachungssysteme der Welt steht hier im Yellowstone-Nationalpark. Es registriert jede noch so kleine Erdbewegung. 600 Kilometer unter der Erde erstreckt sich eine Schicht von heißem und teils geschmolzenem Gestein bis nach Idaho. Darüber liegt die Yellowstone-Magma-Kammer, 65 mal 40 Kilometer groß und 8 Kilometer tief. Bis auf 6,5 Kilometer kommt sie an die Erdoberfläche heran.
Schwache Erdbeben sind hier normal. Da Magma das Grundwasser zum Kochen bringt und es so aus Geysiren sprudelt. David Manson ist Ingenieur und für die Datensammlung verantwortlich. Hier sehen wir die letzten 10 Minuten. Diese kleinen Erdbeben hängen vermutlich mit dem West Thump Geysirbecken zusammen. Dort gibt es viele Geysiren, aber nichts, was Magma spuckt. Die letzten 3 Eruptionen des Hotspots unter dem Yellowstone-Nationalpark ereigneten sich in Intervallen von etwa 600.000 Jahren. Seit der letzten sind 640.000 Jahre vergangen. Geologen haben beobachtet, dass sich das gesamte Gebiet langsam anhebt. Ist das ein Zeichen dafür, dass ein Ausbruch bevorsteht? Der Vulkanologe Jack Lockwood ist da vorsichtig. Die Naturgewalten sind oft trügerisch. Man scheint ein Muster erkennen zu können. Doch sobald der Geologe sagt, ich kann die nächste Eruption vorhersagen, kann sich alles schon wieder verändert haben. Wir wissen nicht, was uns erwartet. Die ersten Anzeichen wären vermutlich eine Anhebung der Magmakammer und heftigere Erdbeben. So könnte man eine Eruption Monate oder Jahre im Voraus erkennen. Doch was können wir nach dieser Vorwarnung tun, um die Schäden einer Supereruption einzudämmen? Es gibt bereits einige Ideen dazu, wie die Kontrolle von Lavaströmen. Lockwood hat viel zu diesen Schutzmaßnahmen beigetragen. Beispielsweise am Ätna auf Sizilien. Es ist wie eine Schlacht, in der man seine Strategie ständig anpassen muss. 1992 bedrohte ein Ausbruch des Ätna die Ortschaft Zafferana. Lockwood stand in engem Kontakt mit seinen italienischen Kollegen. Hunderte Menschen arbeiteten wochenlang rund um die Uhr. Das Team versuchte, die Lava noch am Berg zu stoppen, indem eine Wasserrinne in ein riesiges Auffangbecken umfunktioniert wurde. Man warf Betonbarrieren direkt in die Lava, um den Strom aufzuhalten. Doch der Beton wurde einfach verschluckt und verbrannt. Schließlich sprengte das Spezialteam ein riesiges Loch in den Lavafluss. Dieser Abfluss lenkte den Lavastrom an Zafferana vorbei. Der Ort war gerettet. Das war eines der erfolgreichsten Ablenkungsmanöver aller Zeiten. Für Lockwood ist es ein Beispiel gelungener Überredungskunst. Als würde man dem Vulkan sagen, ich will nicht mit dir kämpfen, ich respektiere dich, aber könntest du bitte netterweise hier entlang fließen? Auch eine andere Methode hat bereits Lavaströme aufgehalten. 1973 brach auf der kleinen isländischen Insel Heimaey ein Vulkan aus. Da Islands wichtigster Seehafen in Gefahr war, baute die Stadtbevölkerung ein Schlauch- und Pumpensystem und sprühte damit Meerwasser auf die Lava 5 Monate lang. Schließlich ließ der Lavastrom nach und obwohl an die 100.000 Kubikmeter Lava die Stadt überflutet hatten, war der Seehafen gerettet. Lava ist also im kleinen Maßstab beherrschbar. Doch auf keinen Fall die Menge an Lava, die bei einer Supereruption ausgeworfen würde. Wenn wir Asche und Lava aus einem Supervulkan nicht aufhalten können, gibt es dann eine Möglichkeit, den Ausbruch selbst zu verhindern? Die Leute werden sagen, ein Ausbruch steht in den nächsten 10 Jahren bevor. Was werdet ihr dagegen unternehmen? So what do you do about it?
Sollte man je feststellen, dass der Druck unter einem Supervulkan ansteigt, besteht dringender Handlungsbedarf. Wird es je eine Technologie geben, die einen Ausbruch verhindern kann? Laien schlagen vor, kleine Explosionen an strategischen Punkten zu verursachen, um so den Druck zu verringern. Ich bekomme viele E-Mails von Leuten, die fragen, könnten wir nicht eine Atombombe im Yellowstone Park zünden und einen Ausbruch auslösen, bevor der Druck zu hoch wird? Doch wie soll man die Bombe in das Magma-Reservoir bekommen? Man müsste kilometertief bohren, in eine Tiefe, in der Temperaturen herrschen, die die Bombe jederzeit hochgehen lassen könnten. Und was geschieht dann? Wir würden vermutlich die Eruption selbst auslösen. Wie ein Hurricane bezieht auch ein Vulkan seine Energie aus Wärme. Könnte man die Hitze aus der Magmakammer leiten, so den Druck verringern und die Ursache der Eruption beseitigen? Überraschenderweise gibt es diese Möglichkeit, zumindest im Prinzip. Dies ist das Puna-Geothermie-Kraftwerk auf Hawaii. Es erzeugt 30 Megawatt, etwa 20% des Bedarfs der Insel, indem es die Hitze der Magmakammer unter dem Kilauea, dem vielleicht aktivsten Vulkan der Welt, anzapft. Könnte man so einen Vulkan abkühlen? Bei so extremen Temperaturen zu bohren ist schwierig, doch nicht unmöglich. Die Bohrköpfe in Puna müssen extrem hitzebeständig sein und dem härtesten Fels widerstehen. Bohrkopf und Bohrgestänge werden gekühlt, indem wir Schlamm in das Bohrloch pumpen. Wir bohren 1200 bis 1800 Meter tief. Die Temperaturen in dieser Tiefe liegen bei knapp 300 bis 350 Grad Celsius. Das Puna-Kraftwerk soll seine Leistung in den kommenden Jahren noch erhöhen. Kann man etwas Ähnliches auch in viel größerem Maßstab verwirklichen? Könnten 1000 Geothermie-Kraftwerke genügend Energie ableiten, um die Magmakammer eines Supervulkans abzukühlen? Die Vorstellung von tausenden Bohrtürmen, die die unberührte Natur des Yellowstone-Nationalparks verschandeln, ist nicht angenehm. Doch wenn die Zukunft unserer Zivilisation auf dem Spiel steht, wäre es nicht den Versuch wert? Leider nein. Man bräuchte dafür Hunderttausende solcher Kraftwerke, denn es geht bei einer Supereruption um 1.000 bis 2.000 Kubikkilometer Magma. Man bräuchte Ewigkeiten, um es abzukühlen. Die Hitzemengen, die der Mensch abzapfen kann, sind viel zu gering. Aufklärung ist das beste Mittel, um die Menschen für das Thema zu sensibilisieren. Die Warnungen müssen ernst genommen und Evakuierungsanweisungen befolgt werden. Letztendlich können wir nichts anderes tun, als Evakuierungspläne für Millionen von Menschen auszuarbeiten und Nahrungsvorräte anzulegen. Leider kann nicht einmal die fortschrittlichste Technologie der Zukunft die Eruption eines Supervulkans verhindern oder abschwächen. Durch neueste wissenschaftliche Erkenntnisse werden wir irgendwann in der Lage sein, unsere Auslöschung durch einen Asteroiden zu verhindern. Vielleicht werden wir sogar in der Lage sein, verheerende Hurricanes zu zähmen. Doch Supervulkanen werden wir wohl weiter machtlos gegenüberstehen. Ich habe mich fast mein ganzes Leben lang mit Vulkanen beschäftigt. Dabei wurde mir klar, dass die Macht des Menschen im Vergleich zu den Naturgewalten immer verschwindend gering sein wird. Am Schluss siegt immer die Natur.